Jo, dann wollen wir noch mal weiter Richtung kicherndes Etwas laufen. Da war noch gerade was, oder? Oh, Boing. Ich habe gerade einen Boing gehört. Boing sind die Rüstungszerstörer, diese kleinen springenden Nagetiere. Gegen die will ich nicht kämpfen. So, machen wir jetzt mal Licht, damit wir den Feind auch richtig schön schnell sehen. Und gucken da mal rein. Und stellen schon mal auf Stromschlag. Boing, boing. Ah, da ist das Vieh. Stirb. Stirb. Also. Hier ist so. Ah, ich höre noch ein Boing. Ich muss noch ein zweites Ding davon. Ja, hier ist noch eine Wand. Vielleicht ist dahinter der zweite. Hey, jo. Stirb. Komm schon, Bagata. Wo bist du? Da bist du. Stirb, 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 stirb. Uffala. Ja, ich will echt nicht noch eine zweite Rüstung verlieren. Vielleicht sollte ich die einfach mal ausziehen. Und hoffen, dass wir es auch so schaffen. Bisher ging es ja bei Bagata auch ganz gut ohne die Rüstung. Wir sollten erstmal schlafen. So, schlafen wir hier. Jetzt schlafen wir. Jetzt schlafen wir. Wie viele sind denn da? Komm, weg, 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 weg. Okay, wir sollten runtergehen und da schlafen. Das ist super. Wir haben die Qual der Wahl, von was wir geweckt werden wollen. Schlafen. Na, jetzt schaut's gut aus. So, wieder hoch. Da weiter. Ich höre was kichern, also irgendwo ist noch so ein kleiner Mann. Und ich höre kein Boing, das ist schon mal gut. Oh, ganz viele kleine Männer. Da können wir schön Kämpfe-Level trainieren, ist alles gut. Ja, ein Kämpfe-Level macht er noch und dann steigt er wieder um auf Gauner. Denn später brauchen wir einen Charakter mit einem recht hohen Gauner-Level. Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. So. Irgendwo kichert's noch. Überall Geheimwände. Okay, nehmen wir erstmal die, wo wir gerade daneben stehen. Warum ist hier ein Schlüsselloch? Bergwerkschlüssel Nummer 2 und eine Pfeilgruppe. Okay. Legen wir mal wieder was rein. Was haben wir denn? Bienenschwarm nicht unbedingt. Ginseng? Nö. Schade, aber ein Versuch war es wert. So, wo sind wir jetzt? Bei einer Assel. Ist ja schön und gut, aber ich würde erstmal gleich gerne wissen, wo genau wir sind. Ha, hier waren wir noch gar nicht. Umso besser. Vielleicht ist hier ja noch irgendwo ein Schlüssel. Eine Druckplatte. Ein Knopf. Und der Teleporter. Bitte nicht ganz oben, bitte nicht ganz oben. Okay. Wieder ganz oben. Das heißt, wir müssen jetzt wieder runterarbeiten und das geht wie am schnellsten? Also hier wieder runter springen war das? Dann kommen wir hier unten raus, müssen da dann... Ja, das ist sehr chaotisch. Aber es sind halt Zwergenminen, was soll man da machen? So, aus dem Weg, wir müssen in eine Fallgrube springen. Wo kommen die auf einmal alle her?
Wasser. Genau, hier war der Drehteleporter jetzt. Dann müssten wir bei den 4 Geheimwänden rauskommen. Richtig? Richtig. Das heißt, wir müssten jetzt da weitergehen, um dahin zu kommen, wo wir eben gerade runtergefallen sind. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Aber erstmal gucke ich hier nach Norden, wo wir schon mal da sind. Oh. Also jetzt habe ich links, recht, nicht rechts, sondern recht, links, recht, Mertnetz. Ja. Das hilft uns jetzt sehr viel weiter. Oh, Quallen. Viele Quallen. Oh oh. Du solltest mal wieder auf die Armbrüste wechseln, dann können wir die nämlich aus der Distanz umbringen. Hoffentlich kriegen die durch Fernkampfwaffen genauso viel Schaden. Kommen die hier durch? Ja, kommen sie. Ah, Schaden kriegen sie auf jeden Fall, aber ich kann nicht genau sagen, wie viel. Anscheinend nicht genug. Drei Treffer mit einer Fernkampfwaffe. Ah, oh oh. Heilung. Qualle. Oh, das sind echt viel zu viele. Ja, warum auch? Oh oh. Ja, nee, Fernkampfwaffen kann man knicken. Ich meine, es ist zwar eine gute Idee, die Dinge aus der Distanz zu töten, aber dafür sind hier zu viele Ecken und unsichtbare Wände und sonst was. So, tschack, tschack. Und ich habe gleich keinen Platz mehr zum Weglaufen. Aber noch haben wir genug Mana, das passt alles. So, wir wollten nach Norden. Und hier waren die ganzen Quallen, die sind jetzt anscheinend... Au! Nicht alle tot. Ja, man merkt, dass er keine Rüstung mehr anhat. So. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Du bist hinter uns gespawnt. Hinterhältiges Ding. Dinge. So. Nein. Ah, okay. Also nochmal das Ganze. Wir hatten hier die Geheimgänge. Und das Licht geht aus. Aber diese Quallenviecher sind echt übel. Das heißt, sobald wir jetzt das eine springende Ding hier umgebracht haben und das andere springende Ding, ziehen wir die Rüstung. Achso, jetzt ziehen wir die Rüstung aus. Und wenn die Viecher tot sind, dann ziehen wir die wieder an, damit wir die Quallen ein bisschen länger aushalten. Weil die scheinen echt überall einfach so spawnen zu können. So, hier war noch ein Durchgang. Und da ist das zweite Springding. Genau, du. So. Jetzt waren hier noch ganz viele kleine Männer. Irgendwo. Da. War hier irgendwo noch eine Illusionswand. Na komm. Das heißt, wir brauchen auch gleich wieder den Bergschlüssel Nummer 2, müssen wieder runterspringen, müssen wieder in den Teleporter und ja, der Tod hätte echt nicht sein müssen. Na, was hätte ich anders machen können? Ich hätte vielleicht lieber einen Bezelbecher nehmen sollen, statt den Heiltrank. Was machst du? There is no way to pick this lock. It does not fit. Okay. So. Da geht's so. Schlüssel. Runter.
Hier war eine Assel. Da ist die Assel. Eine Assel macht komische Geräusche, wenn sie getroffen wird. So, hier kommt ein Ginseng rauf. Klick. Hier unten war sonst nichts. Nee. So, jetzt sind wir wieder ganz oben. Da können wir erstmal in Ruhe pennen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann rasen wir einfach wieder runter. Also ja, so lange hat es gar nicht gedauert, das alles wieder aufzuholen. Wenn man dann im Kopf hat, wo man lang muss, was man wo findet und so weiter, geht das eigentlich. So, da. Dann gleich rechts rum, durch die ganzen kleinen Männer durchkämpfen. Die auch hier wieder alle respawned sind. Jupp. Stirb. Schneller. Also. Und rein da. So, im Norden waren die Quallen, richtig? Welche Seite haben wir zuerst aufgemacht? Ich glaube rechts. Machen wir jetzt mal links zuerst auf. Oh, es war links. Rüstung wieder anziehen. Wo ist die Rüstung? Da ist die Rüstung. Heilen. Obwohl, wir wissen nicht, ob sie ja durch Magie auch viel Schaden bekommen. Dann können sie vielleicht schneller umbringen. Gar keinen Schaden durch Magie. Okay. Die sterben echt so schnell. Ich weiß gar nicht, wie wir mit denen Probleme haben können. Ah, okay. Jetzt weiß ich es wieder. Es sind einfach ganz, 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 ganz viele. Na, komm raus. So, das müssten jetzt eigentlich fast alle... Genau, fast alle gewesen sein. Soweit waren wir schon mal. Und dann sind die Viecher plötzlich hinter uns gespawnt. Was ziemlich hinterhältig war. So. Hier war noch eine Kiste irgendwo. Haha. Diesmal schleicht ihr uns nicht, schleicht ihr euch nicht an uns ran. So, nichts hinter uns. Fast nichts direkt vor uns. Immer noch nichts hinter uns. Oh, 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 dafür fast ein One-Hit. Ah, verklickt ist es. Scheinbar macht die Rüstung doch nicht so viel aus, wie ich dachte. Es kann auch sein, dass die Rüstung wirklich nur vor physikalischen Angriffen schützt und nicht vor magischen. Was ja auch irgendwie Sinn machen würde. So, da ist noch eine Qualle. Zwei Quallen. Und langsam geht das Mana auch zur Neige. Das ist gar nicht gut. Ich würde aber ganz gerne die Kiste noch mitnehmen. Öl, Ginseng, leere Flasche. Oh, Armschienen, das ist gut. Und alle. So, und das ist jetzt der Respawn, den ich meinte. Der hat uns letztes Mal den Weg abgeschnitten. Weg hier, weg. Da ist die Schrift an der Wand, da geht's weg. Im Westen ist eine Treppe nach oben, die nehmen wir doch gleich mal, um in Ruhe schlafen zu können. So, hoch da. Und schlafen. Mann. Deswegen so ein paar Quallen. So, Armschienen kriegst du. So, hier was mit den Waffen weglegen, das wollen wir noch gar nicht. Wir wollen erstmal gucken, was da unten im Norden ist. Ich hoffe mal, dass die Quallen jetzt nicht alle wieder da sind, sonst hätten wir echt ein Problem. Habe ich gerade was geblitzt, Dingst? Wo kommst du jetzt her? Ah, von da, okay. So, das ganze Blut auf dem Boden ist alles von den Quallen. Ich höre auch welche.
Das ist ein Erschießungskommando hier. Und das ist dann wahrscheinlich links, rechts, Mordnetz. Denke ich mal. Das speichern wir vorher erstmal ab. So. LP 019. Und in der nächsten Folge testen wir, ob Mordnetz wirklich die Mitte ist. Aber ich denke mal, das dürfte passen. Also bis gleich.